Ja, und herzlich willkommen zurück zu Limbo. Weiter geht's. Immer noch hier in dieser rätselhaften Welt. Wo ich jetzt nicht ganz genau weiß, ob ich irgendwie den falschen Weg gegangen bin. Weil hier nichts mehr passiert und ich nichts mehr machen kann. What the fuck? Oh shit. Einfach ein Bein ausgerissen. Ich hätte wahrscheinlich doch zuerst da unten nachschauen können, was da wäre. Ich habe einfach ein Bein ausgerissen. Das Spiel ist wirklich brutal. Brutal düster. Okay. Ich brauche die Kiste natürlich, um hier nach oben zu kommen, oder? Hallo. Ja. Okay. Dann würde ich jetzt zuerst hier unten nachschauen. Es hier geht. Offensichtlich zum riesigen Zahnrad, wie es scheint. Und da oben ist ein Hebel. Keine Ahnung, was wir hier machen sollen. Okay. I see. Das geht bis hier. Dann mal. Sollte ja eigentlich so schon gehen. No. Shit. Ich muss ja am Schluss auch wieder auf die andere Seite kommen. Geht das? Nee, das geht hier nicht. How? Kann ich draufdrücken, rüberrennen? Vielleicht so. Okay, das sieht gut aus. Okay, okay, okay. Jetzt haben wir dann Zahnrad. Brauche ich noch mehr? Wie das Zahnrad. Aber was
Was bringt das denn? Brauchen wir vielleicht so viele Zahnräder, dass diese Rampe unten bleibt, vom Gewicht her, damit könnte das möglich sein? Wait. Wieso ging es jetzt wieder auf? Kann ich das Zahnrad nach links rüberschieben, damit es Anlauf bekommt? Okay, das sieht mir so aus, dass das die Lösung ist. Ich schieb's hier rüber, dann pendelt es hier drüben aus. Ein paar Mal. Dann sollte es nochmals zurückkommen, endlich. Dann bleibt das oben. Das Geräusch. Und das sollte jetzt eigentlich die Rampe doch auch nicht mehr da. Naja. Ach so, wait. Ich glaube, wir brauchen die Kiste. Ich glaube, wir brauchen hier drüben die Kiste. Damit wir auf den Schalter können, natürlich. Das war knapp. Damit wir da auf den Schalter gehen können, der keine Ahnung was macht. Zahnrad in Bewegung setzt. Möchte ich da schon drauf? Möchte ich vielleicht die Kiste mitnehmen? I don't know. Ich schieb die mal da drauf. Vielleicht ist das ja so gedacht, dass man die Kiste mitnimmt. Okay. Geht wohl gar nicht. Geht doch. Okay, spannend. No! Brauche ich die Kiste jetzt da unten oder hier oben? Okay, wahrscheinlich unten. Man kann ja unten abspringen. Ich dachte zuerst, das würde uns vielleicht irgendwie zerquetschen. Aber es scheint so, als ob das klappen würde. Alright, vielleicht gibt es da jetzt zwei Buttons. Kiste braucht man auf jeden Fall. Schlau. Okay. Hier wahrscheinlich das gleiche wieder. Damit das Ganze auspendelt. Und wir somit länger Zeit haben.
No! Okay, doch. Ja, und jetzt? What the hell? Wieso dreht sich alles? Was passiert hier? Hä? Soll ich was machen? Mich irgendwo festhalten? Okay, da vielleicht nicht unbedingt festhalten. Oh man. Soweit. Schnell, 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 schnell. Abspringen. Drücken. Okay, es hört hier auf. Was macht der Magnet hier? Hä? Okay, wait. Okay, die Kiste ist magnetisch. Das heißt, ich springe jetzt da oben drauf. Die Kiste rutscht runter. Drück hier auf den Knopf. Teil geht zu. Doch nicht. Ich gehe zurück, drück auf den Knopf. Die Kiste kann nicht mehr weg. Ich sollte hier nach oben kommen. Hoffentlich auch auf die Kiste. Und da hoch und schnell durch. Okay. Leute, die solche Rätsel entwickeln, finde ich crazy. Wieso dreht sich alles? Was muss ich machen? Wo muss ich hin? Ich muss auf die Kiste. Und dann dort an. Holy shit. Junge, Junge. Das ist crazy, was hier passiert. Da ist eine Kugel, die kommt gleich raus. Und die Kiste fällt runter. Braucht die Kiste für irgendwas? Die Kugel kommt doch gleich. Wohin? Was machen? I don't know. Nicht hinter der Kugel sein.
Kann ich mich da oben festhalten? Wahrscheinlich so. Die Kiste da hinschmeißen, oben drauf. Schauen, dass sie rutscht und dann schnell rüber. Wahrscheinlich irgendwie so. Los! No shit! Ist das die Lösung? I don't know. Ist das die Lösung? Ich weiß ja nicht. Oder was sonst machen? Viel zu langsam. Die mit Schwung anschieben. Mit Schwung anschieben, rauf und da reinspringen. Also für mich sieht das nach der Lösung aus. Aber wann ist der richtige Zeitpunkt? Shit. Das hätte klappen können. Man hat genug Zeit, um eigentlich die Kiste darüber zu schieben. Stelle, was 1000 Versuche braucht. Okay, jetzt. Oh, gut. Ja. Somit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen bei dieser Folge von Limbo. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir diesem Schmetterling folgen. Bis dahin, haut rein. Tschüss.